weiter mit den Kindern Alors. Kapitel 5, Wilderness Zufallskampagne. Bringen wir die Rentner mal nach Hause. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, hier haben wir einen 80 Jahre alten Jäger. Die einzigen Leute, die noch einigermaßen jung sind, sind die Krieger, die wir dabei haben. Wir klären die Karte nicht. Das ist das letzte Kapitel. Da gehe ich mal gerne schnell durch. Einfach nur, na, damit wir jetzt hier nicht nochmal 2 Stunden rumhängen. Und vor allen Dingen ist es egal, was auf der Karte passiert. Gewonnen ist gewonnen. Also machen wir uns zum Ameisendickicht auf und schauen, dass wir hier durchkommen. Dafür sammeln wir uns hier vorne mal irgendwo. Weil wir müssen eigentlich ja nichts mehr bauen. Wir brauchen das Zeug ja nicht mehr. So, sammeln wir mal das mächtige A-Team. Blinde Fox als Nahkampfschurke. Fayette Grimshot als Fernkampfschurke. Dunlight und Grimrash. Frau Fayette und Fayette Senior. Und natürlich Saturan Fayetson. Wir haben nur noch Malgaron dabei. Die restlichen Leute sind in Rente gegangen. Der baut aber anscheinend hier irgendwo was auf. Das ist also auch in Ordnung. So, es ist Jahr 54. Der Winter. Zeit vergeht. Dann hauen wir mal drauf. Löwenwildnis. Das Finale von der letzten, vom letzten Kapitel war ja relativ knackig gewesen. Da war richtig was los. So. Machst du eigentlich irgendwas oder hängst du da irgendwo rum? Du kannst da ruhig fertig bauen gehen. Du musst nicht da unten stehen. Nicht, dass es irgendwie relevant wäre. Bussardtal ist dreifach verteidigt. Bis irgendjemand da ist, ist das Ding... Naja, bis dahin hat sich die Invasion aufgelöst. Grauquell könnte eigentlich mal besser verteidigt werden, jetzt wo ich es sehe. Freie Verteidigung. Malgaron, du machst das. Grauquell ist ja unsere Stadt, die jetzt anscheinend nach Westen erweitert wurde. Aber naja, erstmal der Nattersee-Steinkreis. Ja, die Jungs sind ja nun mal da. Wie alt ist er mittlerweile? 85. 68 unsere Nahkampfjägerin, 81... 53 und 47. Was eine Rentnertruppe. Schlüsselphrasen. Hier drüben ist eine Art Keller. Sei vorsichtig, Saturan. Wir könnten auch morgen früh wiederkommen, oder? Schon den ganzen Tag über waren sie spät dran. Zu spät aufgestanden, zu spät losgekommen. Zu spät festgestellt, dass die Sonne schon untergeht. Und auch diese Ruinen haben sie spät bemerkt. Es sind Überreste eines kleinen Gebäudes, die auf einem leeren, steinigen Abhang stehen, wo Bäume nur wenig Halt finden. Fayette, erinnerst du dich noch an kalte Pommes? Ja, du hast kalte Pommes geliebt und sie immer unter der Brücke gegessen. Hier herrscht irgendwie auch dieser Brückengeruch. Vor uns war ziemlich lange niemand mehr hier unten. An diesem Tisch hat jemand gearbeitet. Hier sind Schnitte von Messern, alte Schmutzflecken. Ist das da Asche auf dem Boden? Nein, Kreide. Was sind das hier für Zeichen? Und was ist in der Kiste da? Erinnerst du dich an... diesen einen Vers aus Opalritter, als Spira die Halle der Uradame betritt? Durchs offene Portal, Schatten, Raben gefiedert, alle Entdeckung vom Dunkel erwidert, erlicht Spiras Funke, erstickt und verdunkelt, bis kein Lichtstreif mehr funkelt. Was? Ganz so ist es hier nicht, aber naja, die Realität ist selten so, wie die Gedichte sie beschreiben. Die Halle der Umbradame, die Umbradame, ja, den Teil mochte ich immer am liebsten. Diese Kiste hat ein Rätselschloss. Hä? Es ist eins von diesen magischen Rätselschlössern. Oh, mit Wörtern oder mit Zahlen? Mit Wörtern. Den Göttern sei Dank. Kannst du mir nochmal erklären, wie das funktioniert? Wir raten, bis wir entnervt aufgeben. Dann verarbeiten wir das Ding zu Kleinholz. Oh, so wie in Glass Onion. Schlüsselphrasen, so wurden sie genannt. Die Wörter oder Sätze, mit denen man die Kiste öffnen konnte. Sprich Freund und öffne die Kiste, ja? Das magische Schloss ist mit einer Beschriftung versehen, die vervollständigt werden muss. Eine kleine Schiefertafel bietet Platz für die Lösung. Das magische, oh, das habe ich gerade schon vorgelesen. Der weise Wanderer findet ein Zuhause, wo? Da drin befindet sich wahrscheinlich irgendein abgetrennter Kopf. Echt jetzt? Oha, so ein Witz in so einem Spiel. Naja, die Luft hier drin ist besser, als ich gedacht hätte. Wir könnten uns was zu essen machen, die Nacht hier verbringen und vielleicht ein bisschen rätseln. Jede Menge Erinnerungen, was Papa? Der ist älter als der, soweit ich das weiß. Naja, nicht alle sind besonders ruhmreich. Sie schleppen ihre Ausrüstung, die feuchten, rutschigen Stufen herunter. Flynn übernimmt die Aufgabe, das Schornsteinrohr freizumachen. Eine Ladung Dreck ins Auge, später hat sie es geschafft. Fayette entdeckt ein altes
Buch mit narrischen Prophezeiungen ist eine sehr eindrückliche Lektüre. Saduran bereitet eine Suppe zu, allerdings ohne die Paprika, die Foyette so hasst. Das ist doch nett, aber ich mag Paprika eigentlich. Also die Paprika, nicht das Gewürz. Das mag ich nicht so, aber also zumindest nicht. Also und dabei rufen sie sich immer wieder Ideen für die Lösung des Rätsels zu oder kritzeln sie auf die Schiefertafel. Wer findet die richtige Schlüsselphrase? So, im Endeffekt geht es jetzt hier darum, dass sie alle drei richtig sind, aber man bekommt unterschiedliche Dinge. So, der weise Wanderer findet ein Zuhause, wo er mehr Bücher hat, als er schleppen kann. Klick! Ha! Hier seid ihr alle, ich habe überall nach euch gesucht. Wir mussten die Erkundung abbrechen, Drechsel nähern sich. Kommt mit, ah, die haben jetzt noch einen Drachen. Hoppla, wenigstens hat sie uns gefunden. Also, was ist denn jetzt da drin? Materialien, wie es aussieht. Gute. Aber dir wäre etwas Geheimnisvolleres lieber gewesen, stimmt's? Ja, ich schätze schon. Drei Holzklötze, super. Ja, bei den Drechseln müssen wir aufpassen. Die haben jetzt Drachen dabei. Ja, genau. Und Albträume. Den lassen wir wohl ziehen. Die Drachen sind nicht so ohne. Da müssen wir aufpassen. Schicken wir also mal unseren Scout vor. Hüpp, 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 hüpp. Und Schattenschritt. Hoppa. So, der hat sehr wenig Gesundheit am Laufen, weil er mittlerweile alt ist und auch sehr viel Schaden schon genommen hat in den anderen Kapiteln. Aber das wisst ihr ja. Wenn ihr immer noch an Kapitel 5, schaut, dann wisst ihr das. Wir versuchen mal die Sache mit dem Entflammen. Heißt, wir zünden eben Fayette an und können dann Brandpfeile auslösen. Und mittlerweile ist das kein Rundbeender mehr dann für Fayette. Also für Saduran. Ihr wisst, was ich meine. Es ist schon spät. Aber ich wollte unbedingt alle 5 Episoden aufgenommen haben, bevor die erste online geht. Damit ich nicht aus Versehen sterbe zwischendrin. Also die Party hier stirbt. Und die Sache dann unfertig. Wir gehen alle mal in Deckung hier. Schauen uns an, was die Biester so vorhaben. Wo ist der zweite Drache? Kommt der gleich noch? Oder? Das sind Hauptseeker. Die sind nicht so gefährlich. Im Prinzip sind die nur relevant, wenn man gerne... Okay. Das sind viele, viele Gegner. Dann schauen wir doch mal. Machen wir mal Heldenmut an. Weil wir müssen jetzt ein bisschen durchblasen. So, Saduran. Dein Feuer ist weg nach einer Runde. Na dann mach Neues. So, wir könnten aber auch einen improvisierten Feuerball schmeißen. Würde der uns irgendwie weiterhelfen? Nicht ernsthaft. Wir können da nicht rüberspringen, dann springen wir zu dem. Doch, komm schon. Wirklich. Das war ja dünn. Immer noch. Jetzt hör doch mal auf, Albtraum, und stirb. Ich glaube nicht, dass der einfach so dahin springen kann. Könnte aber sein, dass wir das zweite Heldenmut auch schon sind, müssen, dann was? Der Flint kann hier dahinter springen. Nach da etwa und kann dann ein paar von denen töten. Ja, dafür brauchen wir erstmal ein Setup. Ich sehe gerade niemanden, der bei dem Setup helfen kann. Das hilft. Den Flynn jetzt dahinter packen. Dann kann der gute Grimrasch auch helfen. Also wir springen hier drüber. Schmeißen Heldenmut an. Machen noch einen Schritt. Das ist okay. Wirbel hier dazwischen, dem noch ein paar verpassen. Dann kann die nämlich jetzt Messerwurf auf den da machen. Jetzt müssen wir kurz denken. Irgendwie sollte zuerst den Drachen abstechen. Ich glaube, die bekommt die Special wieder zurück. So, einmal der Drache. Einmal der Seeker.
Ne, die kriegt es nicht wieder zurück. Schade drum. Na gut, dann Messerwurf auf den. Dann haben wir hier schon mal geklärt. Der Albtraum, macht der viel Schaden? Wenn ich jetzt auf den schieße, könnte sein, dass das 2 werden. Wir machen also mal Hinterhalt an für den. Dann muss der eh stehen bleiben. Das ist gleich das Beste, was wir machen können. Jupp. Gut, Feld ist sauber. Dann zeig mal, Spiel, was du vorhast. Nichts, was mich jetzt spontan beeindruckt. Die beiden da sind hässlich. Da müssen wir uns auch kurz zurückziehen. Wenn die jetzt den Grimm hier draußen erwischen, hat er echt Ärger. Aber den da können wir einfach knipsen. So, Grimm zurück. Dunlight kann auch auf niemanden schießen. Machen wir hier Verteidigungshaltung. Gehst hier mal auf die Seite. Schaust mal, wer hier dichter kommt. Und du... Das hier ist zwar eine schöne Knochenlanze, die hilft uns aber nicht, wenn ich das richtig sehe. Muss einfach aufpassen, dass Satura nicht drauf geht. Die können eigentlich nichts machen, außer dichter kommen und sich gleich von mir verprügeln lassen. Der könnte sich hier durchbuddeln, macht aber anscheinend nicht. Die machen auch alle nichts Spannendes. Na dann, springen wir in den Kampf. Patau! Und Wirbel, Patau! Wurfmesser! Todesschlag! Mächtiges Feuer? Nein, okay. Patau, Patau. Todesschuss. Gute Arbeit. Wie viel Schaden machen die? 3. 3, wirklich? Kann Saturan ja vielleicht doch nach vorne kommen. Ja, der hängt da dran. Das ist ranzig. Das kriegen wir schon hin. In Flammen geht nicht so weit. Geisterband geht aber bis mal da. Wenn wir einen Splitterstoß von einer vernünftigen Richtung loskriegen, der ausweicht, dann können wir dem kein kritisches Messer in die Seite werfen. Was wir links machen können, ist den Baum hier kaputt schlagen, damit der Trixel da seinen komischen Ätherbrand nicht da drauf machen kann. Das ist wirklich alles, was der macht. 3 Punkte Schaden. Ne, 3 bis 5 Punkte Schaden. Das wäre natürlich schlecht für den kleinen Grimm. Aber sonst haben wir niemanden mehr, der noch dran ist, was? Der da macht wahrscheinlich nicht allzu viel, außer Blödsinn, jawohl. So, stechen wir den da mal ab. Dann hauen wir den da aus dem Leben. Dann raus hier. Gut, wir haben hier eh 2-mal Max-Level. Hier gibt es jetzt nochmal ein Level-Up. Mein Fayette würde nochmal ein Level-Up kriegen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Bogenmeister. Ein Fangkampfangriff gegen sich selbst oder einen benachbarten Verbündeten wird flinnen. Achso, okay. Egal. Das ist mir auch ziemlich egal. Große Reichweite. Weiß ich nicht, ob das überhaupt hilft mit dem Dolch. Kann aber sein. Befördert wird hier sowieso niemand. So, Zaubersplitter plus 1 Macht hilft uns hier auf niemandem leider. Hilft uns hier auf niemanden. So, 50 Tage. Ja, wir brauchen aber eventuell noch ein Item oder 2 für den Grimm. Sinnvoll wäre es, so viele LP zu behalten, wie wir können, damit wir noch extra Leute befördern können. Aber hier ist leider nicht allzu viel Vernünftiges bei rausgekommen in der Kampagne. Muss also sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass nicht allzu viele Leute hier befördert werden, überhaupt jemand befördert wird. Unleid vielleicht. Da muss ich nochmal nachgucken. Aber man kann das ja mehr oder weniger oft lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das da dann schon das letzte ist, aber ich glaube nicht, es müssen 2 Kämpfe sein. Machen wir das hier fix. Donner in der Ferne. Noch eine Verzauberung, die wir nicht brauchen.
Wie hieß nochmal die Frau, nach der wir hier Ausschau halten sollten? Bray, glaube ich. Bray? Nach allem, was ich über die Leute weiß, die im Wald wohnen, hocken sie lieber nicht so dicht aufeinander. Dadurch können sie die Aussicht besser genießen. Aber wir leben nicht in normalen Zeiten. Und ihr Ehemann schien sich Sorgen zu machen. Natürlich macht er sich Sorgen. Erst wird Bray ständig abgelenkt, dann fängt sie an, immer mehr Zeit in den Ruinen zu verbringen, um dort Ziegen zu hüten, oder behauptet es zumindest. Da würde ich mir auch Sorgen machen. Das ist also die Geschichte. Manchmal kam sie abends nicht mal mehr nach Hause. Der arme Mann wusste nicht mehr weiter. Ernstzunehmende Beziehungskrise. Wie schaffst du es immer, dass die Leute dir solche Sachen erzählen? Keine Ahnung, aber wenn du weißt, wie ich es schaffe, dass sie damit aufhören, dann lass es mich wissen. Die Wolken überwuchern den Himmel wie wilde Flechten. Die Helden bahnen sich ihren Weg zwischen den Skeletten ehemaliger Häuser, als sie plötzlich in der Nähe laute Rufe hören. Komm schon, komm schon! Auf dem Hügel steht eine Frau, neben einem Monument. Ihr Blick zuckt immer wieder hin und her zum Himmel. Komm schon! Und den Schatten der näher kommenden Gorgonen. Wir schleichen uns an, solange sie sich auf sie konzentrieren. Schnell, wir müssen sie beschützen. Kinder Aluas stürmen auf das Monument zu und rumpsen die Frau aus dem Weg. Dann hier gibt es die Blitzverzauberung. Die ist auch ganz gut für Mages. Wir chillen jetzt alle mal eine klitzekleine Sekunde. Was genau muss ich mir hier gerade für einen Irrsinn angucken? Also jetzt ganz genau meine. Was genau ist hier los? Ich meine, Saturan muss da weg. Da lässt sich nichts zu sagen. Wir müssen wahrscheinlich zweimal Heldenmut anschmeißen, damit wir hier ein bisschen was abräumen können. Ansonsten ist hier ja die Hölle los. Gorgonen, Flutbändiger, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ey. Wir schauen mal. Eins nach dem anderen. Ist kein Crit? Schade darum, was? Kannst du irgendwas Sinnvolles machen? Nein. Der muss auf jeden Fall anmachen. Kann ich jemanden erschießen, mit dem ich mich unsichtbar machen kann danach? Sieht leider nicht so aus. Wäre aber cool gewesen. Schießen wir erstmal auf wieder. Scheint zweimal. So, jetzt ist der Gute doch unsichtbar. Das heißt, wir machen jetzt mehr Schaden. Bringt uns hier aber nichts gegen keinen von den Gegnern, ha? Doch gegen den Wüterich da unten. Heißt, wir schießen. Einfach nur auf den Wüterich schießen ist vielleicht ein bisschen langweilig. Das war doch nicht schlecht. So. Springende Flamme wird nach da gehen, wird auch da hochgehen. Müssen wir nochmal nachschauen, ob wir den da irgendwie rauskriegen. Das wäre schon mal das. Der muss hier raus. Die Krieger sollten hier vorne stehen bleiben. Die da machen ja hoffentlich nichts Sinnvolles. Das bringt uns alles nichts, weil die nicht unsichtbar ist. Ich kann hier runter marschieren. Ich kann versuchen, den Typ da mit dem Messer abzuwerfen und unsichtbar zu werden. Dann kann Saturan nämlich hier raus. Grimrasch kann nach hier vorne, macht Verteidigung an und dann hoffen wir mal, dass wir das hier überleben, was? Viel mehr bleibt uns nämlich gerade leider nicht übrig, außer zu hoffen. Das ist eine schwachsinnig große Startarmee hier. Die aber anscheinend nicht allzu weit kommt, was schon mal ganz gut ist. Die stapeln sich jetzt hier ein wenig. Ich habe ein bisschen Angst hier vor den Flutbändigern. Mit ihren schwachsinnigen Tentakeln. Ah, da müssen wir gleich wohl einfach draufhauen. Gut, dann haben wir das eine Reh noch und dann haben wir das hier zumindest schon mal einigermaßen gut überstanden. Okay, die hat nun nicht so viel Bock auf Schaden.
Wie kann ich denn hier schießen, dass ich möglichst viel Tentakel mit erwische? Wie sieht es mit dem improvisierten Feuerball aus? Von hier aus ganz gut. Da haben wir noch ein Wurfmesser. Einen gemütlichen Kill von da aus, wenn ich mich nicht sehr täusche. So, dann hätten wir noch ein Wurfmesser für die da übrig. Oder für so jemand wie den da. Kommt gleich Verstärkung, mit der werden wir aber schon zurechtkommen. Geschenkt. So, einmal irgendwo hinwirbeln. Waffe wechseln, schießen. So, du kannst doch definitiv daran. Ganz so viel Schaden, wie wir gerne gehabt hätten. Aber wir haben jetzt einen Crit von hier, der uns aber anscheinend nichts bringt. Was ist da los? Wie dicht muss ich ihn ran, damit die Wurfmesser funktionieren? So, von hier? Ja, von hier aus wird's gehen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Aber es war die Katze. Wurfmesser. Dann kann er hier Hinterhalt machen, falls da irgendwas rauskommt, was sich gerne bewegen würde. Verdrückst dich. Die Sache mit den Tentakeln ist mir tatsächlich ziemlich egal. Okay, Schluss damit. Alter. Na gut. Kann sich wirklich nicht bewegen, ja? Schlecht. Das ist nicht weiter schlimm. Das hier ist tatsächlich ein bisschen lästig, dass er sich nicht bewegen kann. Okay, wir haben da oben wenigstens viel. Lass mal die Flamme mal springen. Dann haben wir hier einen Gratisschuss, was? Der war vorbereitet. Den Schuss müssen wir machen, damit Flynn was zu tun kriegt. Die muss dahin hüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Kerl da niederstechen, erbarmungslos. Dann den da erschießen. Und unsichtbar bleiben, hoffe ich. So, was passiert denn hier noch? Das war stark. Der Bär kann uns nicht allzu viel. Du machst das Tentakel kaputt, weil du nicht anders kannst. Gehst auch auf Wache, du bleibst hier hinten. Und dann hoffen wir mal, dass niemand Saturan zerfleischen geht, nur weil er es kann. Das ist aber okay. Waffe wechseln. Auf den Geist draufhauen. Gesundheit leechen. Ich habe das Gefühl, die Kämpfe hier sind jetzt einfach alle so groß. Wegen der höchsten Schwierigkeit für Kämpfe, was? Schlimm, wenn ihr mich fragt. Schlimm, was wir hier Viecher niedermähen. Wie ist die Hölle los? Ja, ich denke, wir werden dann auch soweit fürs Finale, was wir hier für Sachen machen. Dornenklaue brauche ich nicht. Das ist ziemlich egal. Einmal pro Kampf kann Fayette eine Blendkapsel werfen. Blendkapsel auf einen Verbündeten geworfen, wird dieser dadurch verborgen. Ja, das ist alles so ein Krempel hier. Das ist auch alles Krempel. Ein weite Schwünge wäre vielleicht noch sinnvoll. Zurückdrängen ist egal. Robust ist vielleicht ein bisschen
Beet. Gesundheit L5. Robust wären dann was? 4 HP? Ja, vielleicht nicht unbedingt so verkehrt. Machen wir weite Schwünge. Nur so zum Scherz. Magieabwehr braucht hier kein Mensch. Die Wolken beginnen sich zu verziehen und Dunlight betrachtet die Frau, die sich nun die Arme reibt und zu Boden starrt. Ray? Kennen wir uns? Ich soll dich von deinem Mann grüßen? Also was ist hier los? Du bist Ziegenhüten? Den Ziegen gefällt es hier. Sie klettern in den Ruinen herum. Bray. Aber das ist nicht, naja, als es hier im Wald immer gefährlicher wurde, dachte ich, es wäre endlich an der Zeit, die Gewitterquelle hier zu nutzen. Das da, was ist das? Es überrascht mich ein wenig, dass ihr noch nie davon gehört habt. Sie steht schon immer auf dem Land meiner Familie. Meine Tante hat immer gesagt, dass sie von den Kioran gebaut wurde. Und in unseren alten Geschichten heißt es, das klingt jetzt verrückt, aber dass sie einem Macht verleihen könnte. Aber in meiner Familie sind alle wirklich richtig schlechte Geschichtenerzähler. Wisst ihr, null Fantasie. Also dachte ich mir, dass es vielleicht nicht nur Geschichten sind. Und dass ich vielleicht, ihr wisst schon, die Ziegen beschützen könnte. Und mein Mann, mein Horn. Wenn ich es irgendwie schaffen könnte, diese Macht zu erringen. Dafür bräuchte es gründliche Recherche, ein paar alte Familienrezepte und Zeit. Es dauert ganz schön lange, bis eine alte Gewitterquelle ihre Geheimnisse preisgibt. Ich wollte es Horn nicht erzählen. Also war es dir lieber, dass er sich eine eigene Erklärung zusammenreimt? Allemal besser als die Geschichte von der Ziegenhirtin, die versucht, sich einen Hut aufzusetzen, der je zwei Nummern zu groß ist. Schade, aber das war wohl nicht. Ich hätte wahrscheinlich nur noch ein gutes Gewitter gebraucht. Die Wolken heute sahen vielversprechend aus und ich dachte, ich könnte den Prozess vielleicht abschließen, bevor die Monster auftauchen. Pech gehabt! Jetzt, wo ich gesehen habe, wie Kämpfe wirklich sind, komme ich mir richtig dumm vor. Dafür bin ich nicht gemacht. Gut, dass ich Horn nichts davon erzählt habe. Und jetzt wirst du also meine Ziegen zählen und nach Hause gehen, genau. Es sei denn, jemand von euch will es versuchen. Möglich wäre es. Donnerkram, ja? Gerade verziehen sich die Wolken, aber wenn ihr das Angebot annehmen wollt, kommt einfach mal wieder vorbei. Fragt nach Bray, Geigendottier und Horn. Wir geben euch Essen, einen Schlafplatz, übernatürliche Kräfte, die Gastfreundschaft der Waldleute, ihr wisst schon. So, großer Bär, Usrik. Ja, man kann jetzt hier dann die Gewitterquelle machen und kann dann einem Charakter tatsächlich Kettenblitze und sowas geben, aber wir haben niemanden, für den das relevant wäre, leider. Ja, Invasion ist mir ziemlich egal und die Invasion hat vor allen Dingen schon verloren. Jetzt noch eine zweite. Okay, die könnte gewinnen, wenn wir nicht aufpassen. Dunlight sind die interessantesten Bücher ausgegangen. Aspektfest. Die Frage ist, wollen wir Dunlight befördern? Fähigkeiten, die gekriegt hat, sind ziemlich ranzig, aber die könnte Ausdauernd und Kampftanz lernen und wäre dann eigentlich fertig. Weite Schwünge könnten wir auslassen. Aber wenn die jetzt noch eine Quest machen würde, würde sich das Ruhestandalter erhöhen. Und die plus 4, wenn die bleiben würde, wäre auch ziemlich cool. Wir gucken mal, wo die Quest ist. Obwohl sie nicht oft darüber spricht, galt Dunlights erste Leidenschaft schon immer dem Lesen. Von Natur aus begierig darauf, nichts unentdeckt zu lassen, konnte Dunlight einem verlockenden Buchdeckel nie widerstehen. Der Geruch der Seiten ist für sie wie eine wohlriechende Brise. Nachdem man in einer Ruine hinter zugemauerten Wänden eine verborgene Bibliothek entdeckt hatte, war klar, wo Dunlight diesen Herbst verbringen würde. Doch leider ist sie in einen Lesetrott geraten, aus dem sie jetzt nicht mehr herauskommt. Und weiter geht's! Wieder der durchdringende Blick ihrer grünen Augen und natürlich ihr schüchternes Lächeln. Immer wieder ihr kastanienbraunes Haar und der durchdringende Blick ihrer grünen Augen. Hey Dunlight, das musst du sehen! Noch ein ergrauter Veteran taucht auf, ernsthaft? Sie liest also erotische Fanfiction, ja? Können wir nicht wenigstens ein einziges Mal einen Veteran haben, der nicht ergraut ist? Anscheinend nicht, nein? Oh, Saduran, ich war gerade am Lesen. Du scheinst zu lesen und zu schreien, was bei den meisten Leuten nicht gleichzeitig vorkommt. Es hört sich einfach alles total gleich an. Wie soll ich es schaffen, wieder und wieder die gleichen Worte zu lesen, ohne dabei verrückt zu werden? Vielleicht solltest du das Lesen dann besser sein lassen. Was willst du denn damit sagen? Dass ich gar keine Bücher mehr lesen soll? Tja, ich habe hier drin ein bisschen rumgeschnüffelt und jetzt schau mal, was ich hier gefunden habe.
Dunlight rettet das kleine Buch bei einem gefährlichen Sturz, starrt Saturan böse an und schlägt dann die markierte Seite auf. Was? Das ist nur eine Karte? Zur Bibliothek des Lichts? Eine Fälschung. Das muss eine Fälschung sein. Sogar ich weiß, dass das bloß ein Märchen ist. Denk mal nach. Das Buch stand hier in dieser versiegelten Bibliothek. Wer hat es hier eingemauert? Was wussten diese Leute? Tja, ich schätze, ihr sollt die Möglichkeit nicht ausschließen. Ich hole meine Sachen. So. Wo genau müssen wir denn hin dafür? Hallo? Ja, das haben wir doch gerade schon gelesen. Ja, die drei wären es dann schon, nicht? Aber wo müssen wir hin dafür? Nach da oben. Na gut, dann machen wir hier erst fertig. Schauen uns nochmal die Sache mit den... So, was haben wir hier? Zusätzliche Panzerung brauchen wir nicht. Waschbär 2 ist okay. Zusätzlicher Schaden hier kann weg. So, die müssten sich mit ein bisschen Glück töten in Graukbell. Wenn wir Glück haben und die Verteidigungsanlage einmal hält. Ich gehe jetzt erstmal darüber und gucke, ob das der finale Kampf ist oder nicht. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das schon der finale Kampf ist. Von 3 auf 4, von 6 auf 7, von 4 auf 5. Die Frage ist Dunlight oder Flynn? Ich schätze Dunlight ist hier die richtige Antwort. So, ich sage, wir gehen einmal darüber. Gucken, was da so geht. Plopp. Nein, das ist nur ein Silberkampf. Das heißt, danach werden wir wahrscheinlich eh hier runter in die Richtung müssen. Haben wir denn jemanden, für den die Gewitterquelle relevant wäre? Ich glaube leider nicht. Die einzige, die da in Frage käme, wäre Dunlight. Und den Kopf zu dippen lohnt sich, glaube ich, leider nicht wirklich. Was machen wir denn hier? Ihr geht da durch, ihr geht da durch und wollt danach da. Ihr seid tot. Ihr seid zu wenige. Das hier könnte eng werden. Na gut, wir schicken die drei dahin. Die Jungs, die übrig sind. Ja, eigentlich ist es Verschwendung, jetzt was zu bauen. Hier können wir nicht, weil das Gebiet überrannt ist. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Die bleiben wohl da, schätze ich. Ich weiß zumindest nicht, was sie sonst machen sollen. So, die Geschichte geht weiter. Bibliothek des Lichts. Es gibt keine korrekte Version dieser Geschichte, aber genau deshalb ist sie so interessant. In meisten Versionen wurde die Bibliothek des Lichts komplett aus einem einzigen Ast geschnitzt, der vom Baum der Sterne gefallen war. Die meisten sagen, Eve Himmelschweif, die Zauberin des Wasserlieds, hätte die Bibliothek gegründet. Ein paar Geschichtenerzähler berichten, sie hätte einen mächtigen Gott beziert und mit Tricks dazu gebracht, die Arbeit zu machen. Dieser wurde dann an eine Weinflasche gebunden und in die ewige See geworfen. In einer Version trinkt sie den Mullenmet und zwar in jeder einzelnen Szene. Ich schätze, diese Version stammt aus der Feder der Mullenbrauerei. Es gibt eine, in der sie die Geisterwelt besucht. Ich weiß nicht mehr, wieso eigentlich. Ich glaube, dort passiert auch gar nichts. Vielleicht wollte sie nur mal vorbeischauen? Ehrlich gesagt war ich anfangs vor allem von ihrem Namen fasziniert. Eve Himmelsschweif, das hört sich so mysteriös an, nicht wahr? Natürlich ist die Hälfte unserer Geschichte frei erfunden, also könnten ihre Namen und ihre Taten, die ihr zugeschrieben werden, ebenso frei erfunden sein. Aber wenn die Bibliothek tatsächlich existiert, kannst du dir das vorstellen, ein unendlicher und unendlich wachsender Hort an Büchern, jedes Buch, das jemals geschrieben wurde, jede Schriftrolle, jedes Epos. Morgen werden sie ihr Ziel erreichen. Wie sollen sie sich den Abend vertreiben? Gespräche am Lagerfeuer, nachdenklich in die Sterne schauen. Gespräche am Lagerfeuer, bitte. Das Feuer brennt hell und ihre Freundschaft wird tiefer. Die Nacht gibt ihnen Mut. Aber am nächsten Morgen erreichen sie die Bibliothek und müssen feststellen, dass sie bewacht wird. Okay. Okay, Wächter der Hügel, ja. Hallo, Wächter der Hügel. Können wir irgendwie bis zu dir hin, Wächtern? Oder töten wir dich einfach? Letzteres wohl. Dunlight, wie wär's, wenn du den selbst erschießt? Nur aus RP-Gründen. Juhu!
Gürtel der Göttlichkeit. Magieabwehr, Grimm. Geht auf 2, geht auf 7, 5, ist egal. Der kommt eh nicht mit. Na dann. Was würdest du sagen, was das war? Ein Golem? Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen? Natürlich. Um einen Golem zu erschaffen, braucht man definitiv Bücher, oder? Oh, Golembücher. Es gibt eine recht berühmte Niederschrift von Yves Himmelsschweif, in der steht, dass Reisende ihre Bibliothek auf 2 verschiedene Arten finden können. Eine wäre es, sich in eine Schwurbelbestie zu verwandeln, eine Kreatur, die es liebt, Lügen zu verschlingen. Eine so große Ansammlung von Büchern würde einen schier unwiderstehlichen Duft verströmen, so wie, keine Ahnung, ein Berg aus gebratenem Speck. Ein Berg aus gebratenem Speck. Lecker. Was ist die zweite Art? Wow, sie ist riesig. Das Innere der Bibliothek ist eine Symphonie des Sonnenlichts, die für ein Publikum aus reglosen, zum Bersten mit Büchern gefüllten Regalen erschallt. Sei vorsichtig, was du von hier anfasst. Das alles ist von unschätzbarem Wert. Jede noch so kleine Nische ist mit Büchern vollgestopft. Die Balken sind dick wie Mammutbäume. So sehen Träume aus. Vielleicht kann man sich das nicht einmal in den eigenen Träumen ausmalen. Die Bibliothek war ein Traum, so nahm sie ihren Anfang. Warum ich mein Leben dem Studium der Magie gewidmet habe? Aus demselben Grund wie alle Magier. Ich wollte meine Träume wahr werden lassen. Doch es gab etwas, das ich damals noch nicht verstand. Wenn Träume wahr werden, dann werden unsere Herzen, die einst ein so sanfter Nährboden für alle Samen waren, hart gegenüber allem, was sie aus jenem Traum wecken könnte. Diese Bibliothek war ein Traum und das muss sie bleiben. Wer sie verlässt, findet sie nie wieder. Viele Tage später. Dunlight? Wir müssen gehen, Saturan. Nein, wir müssen gehen. Oh. Irgendwann ist mir etwas bewusst geworden. Ich weiß nicht genau, wann es war. Vielleicht war es schon vor langer Zeit. Ich habe mit Büchern so viele großartige Momente erlebt. Wenn ich mit einem Roman am Fenster saß, während draußen ein Gewitter tobte. Ich bin froh, dass wir hergekommen sind, dass wir die Bibliothek gefunden haben, dass wir das alles gesehen haben. Ich hatte immer Angst davor, eigene Geschichten zu schreiben. Angst, dass sie nirgendwo hinführen und niemandem etwas bedeuten würden. Aber ich glaube, das könnte mein nächster Traum werden. Dunlight, was ist, wenn du nie wieder dorthin zurückkehren kannst? Ist das in den Geschichten nicht ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die Bibliothek nur ein einziges Mal besuchen kann? Weißt du, Bücher haben mich seit meiner frühesten Kindheit begleitet. Einige wurden von Helden geschrieben, andere von Menschen, die schon halb wahnsinnig waren. Erzählungen aller Art, auf verschiedenster Qualität. Und jetzt denke ich, dass es Zeit ist, das Leben in meine eigenen Worte zu fassen. Level up! Einschreit, springen, große Reichweite, alles Mist. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, na dann würde ich sagen, treffen wir uns alle mal hier und hauen da ordentlich drauf. Stimmt, der kann gerade nicht, aber die sind ja auch fertig. Doch, die sind fertig, die gehen hier kaputt, aber die machen Grauquell kaputt dabei. Schade. Ja, außer Grauquell verteidigt sich, was es aber nicht getan hat. Stumme Erinnerung. Es ist diese besondere Art von Stille, die Stille eines gefährlichen Raubtiers auf der Pirsch. Ein überwucherter Pfad windet sich durch den stillen Wald. Er führt einen Hügel hinauf und schmiegt sich dann um einen schweigenden Turm. Vielleicht ist er verlassen? Wäre das, hätten wir es gemerkt. Es gäbe zumindest ein paar summende Insekten. Standhaftigkeit, Gerissenheit. Machen wir Gerissenheit. Das müsste irgendwas mit Crit zu tun haben oder Schaden. Flankenangriffe plus 1 Punkt Schaden. Alter. Stade ist eine. Puh. Gut, bereiten wir uns vor. Unsichtbar machen. In Deckung gehen. Vor die Türe hüpfen. Vor die Türe hüpfen. Unsichtbar machen. So, dann. Hinterhalt. Geisterbahn für Monsterstein. Warten, Wache, warten, Wache. Dunlight macht auf. Ach, das ist der Rundgang hier, okay. Alles ist voller Monster, klassischer Move. Gratisschuss.
Schmeiß mir den Dings noch rein, oder? Den Diskus. Ja, aber können wir vorher irgendwas Spannendes tun? Geblockt, sagst du. So, können wir die hübsch hüpfen lassen? Ja, können wir. Sogar sehr hübsch. Der Hirsch da oben macht ein bisschen Angst. Aber naja, wie es ist. Doonlight. Kannst da nur zu Fuß rein. Was können wir hier noch machen? Wir können durch das Reh auf den Geist durchschießen. So, schöne Sache. Grimrasch. Einmal reinspringen für den Crit. Bonk. So, und jetzt ein anderer Turm als der, den ich gemeint habe. Ich dachte, das wäre der große mit dem Rundgang. Hier ist ja fertig in die Richtung. Das ist ja ganz angenehm. So, wir würden den da gerne erschießen. Kommt die da eigentlich dann mittlerweile hin, wenn ich den Dolch so komisch... Ach ja, okay. Also mit erhöhter Reichweite kann die jetzt auch über Kante angreifen. Dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht für Schurken. Dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht für Schurken. Du da oben machst doch nur Faxen, oder? Der kommt jetzt her und dann beschwört er 75 Hirsche, die dann hier angehüpft kommen. Gehst mal in Deckung. Ja, dann zeig mal, was du vorhast. Bluthirsch. So. Der steht schlecht für uns. Das da ist definitiv eine improvisierte Feuerball-Situation. Schätzungsweise. Das sind die, weit ich dafür laufen muss. So. Jawohl. Hopp. Also wie nix. Was machen wir mit dem Vieh da? Wir schicken Doonlight erstmal hier durch. Sehr starker Treffer, hallo? Dann Fayette nach hier. Ich denke, Heldenmut wäre angebracht. Das okay. So, entweder den Großen töten oder die Gorgone. Grimm, wie sieht es denn bei dir aus? Kannst mal wieder nicht hüpfen. Ich könnte aber Blinn hier rein teleportieren. Das sieht jetzt schon gut aus. Jetzt sieht es schlecht aus. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Letztes Mal, dass sie Punkte zurückbekommt davon. Kann dann wohl leider nicht mehr schießen. Dann machen wir den Spaß hier hin. Grimrasch, du kommst so weit, wie du kannst. Ohne, dass du hier in die Siffe treten musst. Verdrückst dich von da. Und wir lassen der Sache hier mal ihren Lauf. Mag sein, dass die beigezogen wird von der Sumpfkröte. Dass der Typ da jetzt hier 100 Viecher und Tentakel beschwört. Aber da müssen wir wohl durch. Im Prinzip wäre es fast schon ein Vorteil, beigezogen zu werden. So, Grimm. Du kannst hier absolut nichts machen, außer verbrennen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal schießt, ja? Der hat den Köcher ordentlich voll. War's das oder haben wir noch? Wir haben wohl noch. Na dann. Kommt Blinder wohl mal mit. Soweit wie sie kann. Bleibt doch unsichtbar dabei, oder?
Nein, tut er nicht. Dann ist gut, dass wir gewartet haben. So, ihr beiden bleibt da. Kommst auch mal so dicht dran, wie du kannst. Zwei Magieabwehr hat der. Regeneriert sich ja mittlerweile. Hüpf, hüpf, hüpf. So, Saturan, du hast eh mehr als genug Magieabwehr. Du bist schließlich ein Mage. So, kommt hier jemand um die Ecke oder will jemand durch die Wand oder was läuft da? Ich schicke mal den Scout. Dann wissen wir gleich mehr. So, ja, immer noch hier hoch. Mir ist das Risiko bewusst. Ich hätte trotzdem gern, dass der versiffte Fußboden hier irgendwann mal weggeht. Ich bin echt irritiert, dass er anscheinend für immer bleibt. Cool. Einfach mal ins Feuer getreten, wie ein harter Kerl. So, hier Entdeckung. Irgendwas will auch da anscheinend rauskommen. Ja, wir machen hier ganz normal Breach and Clear. Wenn die Monster nicht rauskommen wollen, kommen wir halt eben rein. Das bedeutet, wir machen Fire unsichtbar. Schattensprung. Holen den alten Saturan ran. So, du kommst auch hier vorne mit an die Tür. Aber zweite Reihe. Dann Grimm mit dran. War jetzt dahinter. Hinterhalt. Saturan hier an den Schrank. Die beiden auf Wache. Dann machen wir die Tür mal auf. Hey, Usrik. Das ist ja hässlich da in der Bude. So, einmal Gratisschuss. Wir könnten eine coole Blendkapsel werfen und unsere eigenen Leute unsichtbar machen und den Typ da blenden. Verborgen würde in dem Fall auch Badeut panzerbrechend. So, Saturan, zünd den Bär mal an. Dann werfen wir den Kerl mal hier rüber. Bringende Flamme. Dann würde ich schon sagen, dass wir Doomlight einfach da reinschicken. Weil, warum nicht? So, du hier, mein Kerl. Kommst mal da reingehüpft. Das könnte viel Schaden sein. Wie viel machen die denn mittlerweile? 3 bis 4, 5 bis 6. Na gut, ist wie es ist. Ab in die Ecke. Schlag den Typ da weg. Macht dich unzerstörbar. Dann haben wir immer noch Fayette, der wahrscheinlich auf irgendwen schießen kann. Würde gerne. Das ist doch tatsächlich keine schlechte Position. Kann der jemanden umbringen? Weniger Gegner hier auf der rechten Seite stehen, desto besser. Du kannst niemanden erschießen, schätze ich. Du bist ja ein kleiner Schurke. Ja, zumindest was Schießen angeht. Ne, da stirbt wohl niemand. Na, dann wartet ihr hier. Wir gucken mal, ob die beiden Krieger jetzt die Sache hier überleben. Wahrscheinlich beschwört der Typ dann Haufen Tentakel. Und mit sowas in der Richtung hatte ich gerechnet. Oh, ich dachte, der will hier rauskommen und Saturan angreifen oder so. Nicht die Dinge aus der Tiefe. Ah. Was macht ihr hier alle so ein Rumgehupse? Gratis Kill, gratis Kill. Die müsste doch da jetzt hüpfen können. 10 Punkte Schaden, Alter. Die Nahkampfmaschine, das Fräulein, ha? Huh? Ja, der geht mal da runter. Rumpst den Ranger weg. Gorgonenflutbändiger ist so ein lästiger Dude, nicht? Die kann bis dahin. Wird dabei aber Schaden nehmen und aufgedeckt werden. Hilft uns also nicht unbedingt. Kannst du ihn erschießen hier?
gute Sache. Saturan, mein Freund. Mit dem Typ da anzünden. Das sieht wohl nach einem Nein aus. Irgendwas zwingen können wir den wohl auch nicht. Bringt uns zumindest nicht allzu viel. Na dann, zünd von an. Push. Ein Magieabwehrschaden. Ist halt wie es ist. Aber jemand muss ja den Flussbändiger da zerstören. So, Bogen raus. Können wir das Räder erschießen? Guter Kampf, guter Kampf. Aber die Tentakel leben ja noch. Die machen doch gar nichts. Hört auf, als Gegner zu zählen. Kaputt sind wir. So, ja, viel besser vorbereitet können Leute leider nicht sein für den Endkampf. 07 Gesundheit. Der braucht die tatsächlich, der alte Mann. Von dem längst vergessenen Einsiedler, der diese Turm baute, sind nur einige wenige Habseligkeiten geblieben, die meisten davon demontiert. Einige sind noch montiert. Hat er gerade mit uns geredet? Oder mit dem Erzähler? Ein übelriechender, glitschiger Matsch bedeckt den Boden, erhellt vom sanften Schein der Flüssigkeiten im Inneren der Gefäße aus Gorgonenglas, ein Leuchten inmitten der Stille. Also alles müsste mal ordentlich sortiert werden, aber das würde Tage dauern. Also ist so besonders an diesem Ort, was denkst du, warum haben sie sich hier versammelt? Ich bezweifle, dass es um den Ort an sich ging, aber was weiß ich schon. Von Generation zu Generation wurde ein langfristiger und verschlungener Plan geschmiedet, in Form gegossen und verfeinert. Einige seiner Facetten waren fehlerhaft und scheiterten, doch seine im Verborgenen erzielten Erfolge haben dazu geführt, dass er nun kurz vor der Vollendung steht. All das ist Saturan und den anderen nicht bewusst, aber inmitten eines Nests aus Vogelknochen funkelt ein Hinweis, an dessen Oberflächen und Kanten sich das Licht spiegelt. Ein Epikrist, ein Geschichtenstein, ein Jedi-Holokron? Abgesehen von ein paar eingeritzten Zeichen in vereinzelten Ruinen ist die Sprache der Gorgonen nur durch diese Artefakte überliefert. Die Bilder auf den Oberflächen sind zum Großteil unverständlich, jedoch die stille Grube. Ein heiliges Gebäude schmückt eine der Seiten. Hier, seht euch das an, oder? Lasst uns erstmal an die frische Luft gehen. Ich brauche Licht, um alle Details zu erkennen. Ich würde gern sicher gehen. Vor 100 Jahren wurde eine verschüttete Kapelle ausgegraben und untersucht. Die düsteren Silben ihres Namens sind längst vergessen. Mehr als Skizzen hat er nicht gesehen, aber Saturan ist sich dennoch absolut sicher. Tempel der Stille, die stille Grube, das sind die Namen, die man diesem Ort in den Legenden gegeben hat. Es passt allzu gut, es fühlt sich an, als hätten wir früher darauf kommen sollen. Nachdem sie einige Tage damit zugebracht haben, sich so gut es geht auszuruhen, machen sie sich auf den Weg zu ihrem nächsten Ziel, das vielleicht gleichzeitig ihr letztes sein wird. Da haben wir einen, Rechtschreibfehler. Ja, der macht mir Schaden, das ist mir ziemlich egal, weil der macht ja nun mal keinen Schaden. So, wo geht's hin? Nach da unten. Wie kommen wir da hin? Gar nicht? Wir müssen hier durch? Ja, wir müssen hier durch und müssen uns selbst einen Weg graben. Okay, wir kriegen noch mindestens einmal Karten, wahrscheinlich zweimal, weil wir hier durch müssen. Wir lassen das hier alles stehen, wir brauchen keine Gegenstände mehr. 47 Tage Reisezeit, okay. Na dann, du baust Grauquell wieder auf. Das war nicht mein Plan. Zurück, zurück. Das überlebt er doch nicht. Kann ich flüchten? Okay, wir überspringen das hier kurz in der Aufnahme. Ich habe mich verklickt. So, der tapfere Sir Malgaron ist vom Schlachtfeld geflohen. Ach, wirklich, wir kriegen jetzt eine Karte dafür. Na, das war unnötig. Ich wollte doch nur Grauquell reparieren. Na gut. Dann lassen wir wohl alles so, wie es ist. Jetzt können wir Grauquell reparieren. Warum kommt Saturan nicht mit? Wieso ist er 66 Tage entfernt? Warum kommt er jetzt alleine dadurch? Ah, dann müssen wir hier auf den warten. Sonst wird er hier angeworfen.
gewuselt. So, die Invasion hat sich selbst aufgelöst. Das hätte ich ungerne. Das ist mir eigentlich fast schon egal. Da kann ich nichts gegen machen. Dann sind es halt 4 Rehe. Müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten. So. Ihr geht jetzt alle zusammen darüber. Habe ich ihn eben gerade vergessen? Oder warum ist der stehen geblieben? 1, 2, 3, 4, 5. So, alle kommen sie mit. Du baust Grauquell wieder auf. Richtig. Wieso ist der denn jetzt schon wieder hinten dran? Was ist hier gerade los? Gut, wir müssen das hier machen, das hier machen. Hoffen, dass wir hier irgendwie einen Durchgang finden. Sonst müssen wir einen graben. Das Ganze am besten, bevor wir hier komplett überrannt werden. Das hat man davon, wenn man so spät nachts aufnimmt. Dem Schweigsamen ein Wort. Im Herzen der Thylhabichtwälder erhebt sich ein uralter, weitläufiger Wald. Riesige Mammutbäume stehen Seite an Seite mit gigantischen Rotholzbäumen. Um ihre Knie wuchert ein dichtes Zederndickicht. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen, du? Ich erinnere mich noch gut dran. Im Morgengrauen dieses Tages haben sie es entdeckt. Saturan hat diese Erscheinung schon einmal gesehen, doch die anderen kennen nur seine Geschichten über jene Nacht. Wer war da dabei? Morgen, oder? Mich beschleicht das merkwürdige Gefühl, dass dieses riesige Ding und ich einiges gemeinsam haben. Als ihr mit den Leuten hier in der Gegend geredet habt, habe ich etwas aufgeschnappt. Sie nennen ihn Fürst Immergrün. Seid leise, ihr zwei. Sie dringen in den wabernden Nebel vor. Die Erde hält den Atem an. Die Feuchtigkeit legt sich schwer auf ihre Augenlider und lässt ihr Haar dunkel glänzen. Silberne Schlieren glänzen auf Stämmen, Wurzeln und Steinen, stolpernd und tastend. Bahnen sie sich ihren Weg zwischen Felsen und toten Bäumen und verfolgen den Giganten durch den totenstillen Wald. Bald wird der Nebel komplett undurchdringlich sein. Oh, ich glaube, er ist stehen geblieben? Das ist er wirklich. Glaubt ihr, dass er weiß, dass wir hier sind? Irgendwie gelingt es dem Riesen, sich umzudrehen. Sein Gesicht muss sich irgendwo weit über ihn befinden, hoch oben in den Dunstschwaden. Stecken wir in Schwierigkeiten? Der kleine Zapf. Borke verbiegt sich krachen, Hüften knacken, Beine knicken ein und der Riese lässt sich sanft nieder, seinen massigen Körper auf ein Stück baumloser Erde bettend. Da ist er. Besonders ausdrucksstark ist seine Mimik jedenfalls nicht. Sie sind in seinem augenlosen Blick gefangen, in einer sich windenden Stille, die immer weiter anschwillt, bis sie fast schon grotesk lange andauert. Er könnte sie mühelos zerquetschen, diese Tatsache ist so unverrückbar wie der Erdboden unter ihnen. Ihre Mägen ziehen sich zusammen, ihre Innereien verkrampfen sich, alle Muskeln spannen sich an. Sie geben den kleinen Typ an. Ab. So, oder Saturan kann sich anschließen. Ich glaube, Zweig aus der Menestibitzen ist ein Zauberstab oder sowas. Und was das da macht, weiß ich nicht, aber dafür haben wir auch nicht die Stats. Wir haben den Kleinen ja dafür dabei, um den abzugeben. Mit einem Mal begreift Saturan, was er tun muss. Es gibt vieles, was ich gerne über dich lernen würde. Dein gutes Herz hat mich schon so viel gelehrt. Aber das hier ist dein wahrer Vater und er ist einsam. Dein Vater möchte, dass du bei ihm bist. Er wird dir dein ganzes Leben lang Dinge beibringen können. Ich habe immer noch meine Freunde. Und ich werde wissen, dass du die Welt sicher und voller Kraft durchstreifst. Das wird mich glücklich machen. Dieses kleine Mädchen wird irgendwann dein Erbe antreten, nicht wahr? Vielleicht ist es eine Antwort, dass sich der Nebel um sie herum plötzlich zusammenzieht wie weißes Garn auf einer Spindel. Dann zuckt in ihren Köpfen ein Bild auf. Ein längst vergangenes Land, die Luft ein Strudel aus Asche und Rauch. Stille, die Bäume sterben. Tiefgreifende Stille, durchdrungen von berstender Borke und zischendem Baumsaft und von Feuer. Nur ein junger Mammutbaum belebt das Inferno. Du warst einsam, nicht wahr? Plötzlich ist Saturans Körper von einer tiefen Resonanz erfüllt, von einem friedlichen, kräftigen Segenswunsch, der von dem uralten Wesen ausgeht. Saturan nimmt jenes Gefühl tief in seine Seele auf. Hey, er bekommt Gesundheit zurück. Es fehlt ihm jetzt nur noch 3 Gesundheit anstatt 4.
Dann scheint Fürst Immergrün bereit zum Aufbruch zu sein. Auf Wiedersehen, kleiner Tannenzapfen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Fröhlich hüpft sie ihrem Vater auf die Schulter. Der Gigant erhebt sich wieder. Er schreitet davon. Schon komisch, wie schwierig es war, mich von dem kleinen Ding zu verabschieden, aber ich glaube, es wird sehr, sehr lange leben. Viel länger als ich. Sie bahnen sich ihren Weg zurück, ringsum erwachen die Geräusche des Waldes. Es gibt auf dieser Welt Geister, die wirklich hart arbeiten, oder Götter, keine Ahnung. Mhm. Also noch eine Sache, die wir beschützen. Mhm. Generation um Generation wird vergehen, ruhig und langsam, aber doch weniger einsam. Was denn jetzt für ein Kampf? Wow! Nirgendwo hat jemand was von einem Kampf gesagt. Jetzt haben wir vor diesen gigantischen Eisbären stehen. Okay. Das ist gruselig viel los hier. Das war unangenehm. Ich denke, wir müssen sofort Windschritt nutzen. Ist das ein Crit von da? Ich glaube nicht, ja, nein. Aber wir müssen ja, die muss unsichtbar werden, damit die hier mitkämpfen kann. Dann muss sie den Bluthirsch da vernichten. Gleich, wenn jemand den angefingert hat. Waffe wechseln. So, was macht denn so ein Usrik? Außer feste draufhauen. Zerschmettern. Ich weiß nicht, ob wir nicht am besten sofort Heldenmut drücken, sondern hier vorne vielleicht ein bisschen zu viel los. Das ist 90 Grad wahrscheinlich nicht, ja? Gut, jetzt ist auch egal, weil es kann die so oder so töten. So, Saturan. Werfen wir das Ding hier oder anscheinend nicht? Dann ist wohl Brandpfeilsituation am Lauf. Ist ja noch ein Kröterich dahinter. Dann Feuer frei. Verborgen. Flynn, du müsstest ein Wurfmesser dahin schmeißen können, Gutes. Genau das, was wir gerne hätten. Grimm, du springst über diesen Baumstamm dort. Springst über diesen Baumstamm dort und vernichtest die restlichen Gegner. Ein Legendenpunkt für uns. Ein harter Bonk. So, ich glaube nicht, dass wir den Typ da oben durch die Tür schmettern können, aber man kann es ja mal versuchen. Huh? Alt. Das hat geknallt, ne? Töten wir den auch noch. Dann bauen wir uns hier an der Tür auf, so wie immer. Also so gut wir können mit dem Schleim, der da jetzt lebt. Au. Ja. So, du gehst nach hier. Wird er jetzt wieder sichtbar. Was für eine lästige Sache hier mit diesem Schleim. Aber naja, was soll man da machen? So, oh, ist tatsächlich weg. Das ist doch ganz gut. Dann machen wir erstmal die beiden Schurken wieder unsichtbar. Stellen die Krieger richtig auf. Stehen eigentlich ganz gut. Der steht auch ganz gut. Wir haben den kleinen Geist schon eingesammelt. Hier oben ist nur ein großer Raum dahinter. Heißt, war jetzt hier in Deckung, Hinterhalt. Dich hier mit an die Tür. Du musst da auch hier mit rein, damit du da hochzaubern kannst. Die beiden auf Wache und dann machen wir hier auf. Tut leid, einmal aufmachen bitte. Okay, da können wir doch jetzt sauber durchknipsen. Dann mit Saturan ein Feuerchen da reinschmeißen. Mehr Gegner natürlich, was sonst? Springen. Noch mehr Gegner, natürlich. Machen wir mal einen Schritt, den können wir toasten. Steht da gut, die ist ziemlich tanky.
Dann erschießen wir den Osterig. Flynn, kannst du den Waschbären da oben knipsen? Potenziell. Grimrasch, lass ihn mal da stehen. Bis sich hier was Besseres ergibt. Dann müssen wir gleich alle rüberspringen und so richtig draufhauen. Also wenn wir das kleine Gesindel hier los sind. Und die großen Gorgonen und eigentlich alles an Gesindel. Und die Tentakel. Das ist eine Aufgabe für Fayette. So, und die restliche Aufgabe ist für das Feuer. Wäre recht viel Schaden. Wir können aber tatsächlich noch ein Aufflammen machen. So. Wo sind wir denn hier? Von da so darüber springen wäre wahrscheinlich die beste Lösung. Geblockt. Wie hast du Hirschkopf denn das springende Feuer geblockt? So, die Frage ist die, gehen wir jetzt da vorne rein brutal oder... Weil sonst haben wir nämlich gleich eine Tentakelangelegenheit am Laufen. Die wir wahrscheinlich lieber nicht am Laufen hätten. Das sind mehr Tentakel, als wir erschießen können, glaube ich. Der könnte bis nach hier gehen. Nach da hinten springen. Und mit Heldenmut um sich schlagen wie ein Berserker. Jetzt ist das, was uns wohl passieren wird. Bam! Einer. Richtig, habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Wenn Doonlight hier hingeht und dieses Tentakel da schlägt, stirbt das andere da automatisch mit. Die hat auch jetzt einen Rundumschlag. So, dann wirbeln wir hier hoch. Passen dem eine. Hat er wohl keinen Bock drauf gehabt. Und verpassen ihm noch eine. Dann gucken wir, was passiert. Der rotzt ein bisschen... Schleim auf den Boden. Er wird wohl auf Grimrasch schießen. Und der da wohl auch leider. Huh? Oh nein, der... Au. Versteinert die gute Doonlight. Dann schießt sie halt mit ihrem Flitzebogen. Und zwar feste. Und zwar feste. Der bleibt unsichtbar, weil er das Tentakel mit zerschießt. Das ist also geschenkt. So, du mein Kerl. Können wir mit jemandem auf den da schießen? Sieht wohl nicht so aus. Dann gehen wir einfach zu Fuß hin. Und bonken ihm einfach volle Möhre auf seine Stirn. Tschüss, kleiner Waschbär. So, dann machen wir noch die Jungs hier kaputt. Wo ist denn springende Flamme? Du da bitte. Ja, ich hätte aber das so. Ach so. Dann so. Bocksprung über das andere Feuer. Du erschießt den da und wir sind hier raus, hoffe ich. Grimm hat 2 Punkte Schaden genommen, damit müssen wohl alle leben. Er ist halt nicht besonders gut gepanzert. Die ganze Party ist Max Level. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal hatte. Ausdauernd Brandpfeile. Okay, aber nur Bogenangriffe. Einmal pro Kampf, schnelle Aktion. Ach, dann erhöhen wir halt die Reichweite nochmal, so unsinnig das auch ist. Ein Dreier Dolch. Ohne irgendwas anderes brauchen wir nicht wirklich. Der Kampf ist gewonnen, aber man kann immer noch spüren, dass der Wald trauert. Hm, was soll das heißen? Ich habe an die Trauer von Salz und Meer gedacht. Wusstest du, dass die Küstenbewohner nach dem Tod eines Familienmitglieds ein ganzes Jahr lang kein einziges Licht in ihren Häusern entzünden? Davon habe ich schon mal gehört.
glaube, der Wald hat sein Licht ausgemacht und ich würde es gerne wieder leuchten sehen, das Lachen der Vögel hören, einen flüchtigen Blick auf kleine, rumpflitzende Wesen erhaschen. Moment. Ich dachte, da wäre irgendwo... Nee, ist alles in Ordnung. Ich dachte, da wäre ein Buchstabendreher drin gewesen. So, plus 2 Schaden für die Sumpfkröte. Cool, cool. Wir haben nicht wirklich Zeit, um hier was zu machen. Wir müssen weitergehen. Also wir haben nicht nur keine Zeit, sondern wir haben theoretisch auch kein Interesse daran, da irgendwas zu kriegen. Weil wir brauchen es. Liebesbeweis. Kram, Kram. Meine Waren sind auch für jemanden wie dich robust genug, falls es das ist, was du dich fragst. Tatsächlich suche ich heute nicht für mich selbst. Ich brauche etwas für meinen Fayette. Natürlich, Fayette. Ist es ein Fayette vom Typ bemalte Seide oder ein Fayette, der Silber liebt? Es gibt da draußen noch Fayette-Typen, die auf Klamotten mit Stehkragen stehen. Vielleicht ist er einer von denen. Ein toleranter Fayette? Ein Glück, sonst wäre ich eine ganz schön einsame alte Spottdrossel. Jemanden wie ihn findet man nur selten, ein bisschen zu gut für mich. Aber die Reisen, das Verfolgen von Spuren, die Kämpfe, all das nimmt mittlerweile viele Monate in Anspruch. Es hat sogar Fayette zermürbt. Vor allem in den letzten paar Wochen. Er fühlt sich einsamer, als er ist, obwohl ich ja da bin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber wenn wir in den Sternenhimmel schauen, dann ist er trotz allem das, was mir am meisten ein Gefühl von Frieden gibt. Das will ich bewahren. Deswegen dachte ich, wenn ich etwas finde, mit dem ich zeigen kann, wie ich... Das waren ein bisschen zu viele Informationen, was? Normalerweise heben die Leute sich das für den Tavernenwirt auf, ja, aber ich weiß es zu schätzen, den Kontext zu kennen. Und wenn du meine Meinung hören willst, sag ihm einfach das, was du mir gerade erzählt hast. Okay, das war ja eine große Auswahl. Sofern du dich noch an deine Worte erinnerst. Das waren nämlich ganz schön viele, aber der Teil am Ende weckt am wichtigsten. Ich denke, ich erinnere mich, aber jetzt sollte ich mal besser los. Warte! Bist du sicher, dass du nicht noch ein Schinkenmesser brauchst oder so? Ich muss mir sowas wirklich verkneifen. Fayette! Ach, da bist du ja wieder. Hör mal, irgendwas mit dem Zelt passiert? Es will einfach nicht stehen. Ich zerre jetzt schon den ganzen Abend dran rum. Fayette! Ich wollte sagen, dass ich... Entschuldige, selbst wenn du mit einem Zelt kämpfst, bist du einfach so wunderschön. Ein unglaublicher Anblick. Vielleicht wollte ich irgendwas darüber sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, ein wunderschöner Kerl. Wie dem auch sei, ich habe mir gedacht, dass wir uns heute Abend da drüben auf den Hügel setzen könnten, zuschauen, wie die Sterne aufgehen und über andere Sachen als das Zelt sprechen. Wer baut denn dann das Zelt auf? Der Abendwind wird bald kühler werden. Und wer baut jetzt das Zelt auf? Gut, dann graben wir uns hier mal durch, wie ein paar Wuselwiesel. 49 Tage, schrubbel, schrubbel. Dann kommen wir vielleicht tatsächlich durch, ohne dass wir nochmal ein Düsternis-Event haben. Und ohne, dass wir ein Schinkenmesser kaufen mussten. Ab zum Finale. 24 Tage kriegen wir hin, ja. Die Invasion ist mir eigentlich ziemlich egal. Weil wir sind hier fertig. So, da sind wir. 19 Tage können wir hier vorne noch patrouillieren? Nein. Nein, können wir nicht. Dann auf die... Dünneulen, auf den Dünneulenring. Das ist der finale Kampf. Na dann, meine Kerle, Zeit, die erste deutsche Kampagne hier auf dem Kanal zu Ende zu bringen. Die Rentner müssen nach Hause. Letzte Vorbereitung. Wir kaufen also noch ein paar Bögen. Immer wenn die Sonne untergeht, wird das Lager aufgeschlagen, erhellt von Feuerschein. Dann ist Zeit zum Reden und um die Ausrüstung zu reinigen, zu reparieren und zu polieren. Dieses letzte Lager ist nicht anders und neben jenem letzten Feuer werden die Vorkehrungen für den bevorstehenden Tag getroffen oder doch wieder verworfen. Uff, das ist eine Menge Zeug. Gut, ich schau mal kurz, was uns hier noch fehlt und was wir uns leisten können und dann legen wir los. Ja, was gibt's groß zu sagen? Jeder hat noch eine 3er Waffe mit dazu gekriegt, jeder hat jetzt einen 3er Bogen und eine 3er Nahkampfwaffe. Die 2er Rüstung hatten die eh alle schon. Kann also losgehen. Kann ich hier irgendwo Waffen wechseln in dem Ding hier? Nein, sonst verklicke ich mich gleich wieder. Stumme Erinnerung. Ich glaube nicht mal, dass ich das kenne, das Final-Event hier.
In einem stilleren Zeitalter, einem Zeitalter ohne Wein und Stahl, galt der Frieden als unverbrüchlich. Die Erinnerung an jene leisen Tage der Morgendämmerung ist aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden. Wie Salz hat sie sich aufgelöst, im Regen, in Flut, im ununterbrochenen blauen Wellenschlag der Jahre. Aber die Gorgonen haben nicht vergessen. Und es kann gut sein, dass all ihr Zorn so uralt ist wie die ersten Tempel, die ältesten Säulen, die zerfurchtesten Giganten des Waldes. Vielleicht gibt es keinen Zorn, der älter ist als der ihre. Sie haben sich aus ihren sanften Hallen am Meeresgrund erhoben, ein Volk, das entschlossen ist, die Heimat seiner Ahnen zurückzuerobern. Sie machen keine Kompromisse und verhandeln nicht. Sie verlangen Stille, das ist die einzige Sühne, die sie akzeptieren. Den Typ hier vorne kenne ich nicht, diesen Cthulhu-Typ hier mit dem Bart, der macht mir ein bisschen Angst. Und so nahm die Stille ihren Anfang und sie gewinnt an Macht. In immer größerem Umkreis im ganzen Land verschwinden die Geräusche. Wo vorher gesprochenes Wort war, ist nun keine einzige Silbe mehr. Atem teilt die Lippen und gleitet ohne ein Flüstern in die Lungen. Und selbst der stetige Trommelschlag des Herzens ist wie von Wolle umhüllt und vollends verstummt. In der letzten Nacht können sie sich nur noch mit geschriebenen Worten unterhalten. Dieser Stein erzählt die Geschichte. Hier an diesem Ort wird ein gewaltiger, erstickender Zauber gewirkt, der jeden Mund in nah und fern verstummen lässt. Er lässt alle Lieder verschwinden. Alle trotzigen Kampfschreie, jedes Lachen, selbst der Klang unserer Trauer wird noch in unserer Kehle ersterben. Wir müssen diesen Ort begraben, ihn einstürzen lassen, die Grube zuschütten, kein Stein darf auf dem anderen bleiben und sich danach noch daran erinnern, welche Gestalt er einst hatte oder welchem Zweck er einst diente. So, wenn die Säulen des Tempels zum Einsturz gebracht werden und dem Ritual der Gorgonen Einhalt geboten wird, dann wird das vielleicht den magischen Zwang und den Bann der Stille brechen. Okay. Los geht's. Na, das sieht auch gemütlich aus. Altun, die Salzhexe. Altun gebietet orchestrale Stille. Sie gleitet mit schlängelnden Bewegungen voran wie die Flut, beinahe elegant, strömend wie Wasser. Ein fesselnder königlicher Geruch umgibt sie. Wie riecht denn ein fesselnder König? Na dann, töte die Salzhexe, zerstöre die Säulen. Gorgonenverstärkungen sind unterwegs. Heißt, wir müssen uns beeilen, ja? Dann beeilen wir uns doch mal. Bonk! Es ist wirklich komplett still. Hört ihr das? Keine Musik. Keine Umgebungsgeräusche. Das ist nett. Die Mission hier kenne ich nicht. Aber es ist lustig, dass komplett still ist. Tö. Nur das Pitterpatter von unseren kleinen Füßchen. Das macht mich ein bisschen nervös. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich müsste mit euch reden, weil hier komplett still ist drin. So, ziehen wir den auch noch auf. Der kann sich auch noch unsichtbar machen. Bin ich zu dicht dran? Nein. Alles gut. Na dann. Gehen wir mal, wenn wir können, ne? Da kommt ein Wüterich. Eine Gorgone. Macht mich echt ein bisschen fertig, dass man hier nichts hören kann. Da ist die Tür, okay. Dahinter wird es dann wohl ernst. Aber bevor es ernst wird, müssen wir alle hier drüber marschieren. Und die ganze Sache hier vernichten. Ist wirklich total schräg, dass man hier nichts hört. Wollte doch... Ach so, kann ich das schon wieder nicht? Ja, was mache ich denn dann? Kann ich von da aus darüber werfen? Ja, das ist zu weit. Nicht zu weit. Könnte also funktionieren. Aha! Na gut, wir gehen an die Tür. Gehen in Aufstellung. Hoffe ich zumindest. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube jetzt nicht, dass hier irgendjemand rausgebrochen kommt. Wir müssen wahrscheinlich unseren ganzen Heldenmut benutzen, um die Salzhexe zu vernichten. Das wird dann relativ schnell gehen. Die Bosse kann man eigentlich ganz gut nuken. Wir müssen erstmal bis an die Tür. Das dauert jetzt noch ein, zwei Runden, bis wir da durch können.
Aber dann klappt das schon. Die sind ja nicht hier, sondern die sind da drin. So, wir gehen hier in professionelle Positur. Warten, Wache, warten, Wache. Dann macht die Tür auf. Und es geht los. Ein Flutbändiger, wir haben ein Bärchen. So, wir müssen aber erstmal jemanden da reinschicken. Ich sehe ja gar nichts. Das reicht nicht, um irgendwen angreifen zu können. So, was machst du denn? Blutige Sohle, sonst nix. Gegner erhalten zu Beginn ihrer Runde 2 Direktschaden. Okay. Ja, die können wir recht schnell töten. 48 Punkte Gesundheit kriegen wir hin. Das klappt schon. So, du machst mal nach hier, springst zu dem Sumpfkröterich, lässt dich blocken von dem, sehr vernünftig. Können wir den da mit einem Wurfmesser vernichten? 100% ist doch gemütlich. Gut, die Sumpfhexe wird wohl herkommen und Ärger machen wollen, hoffe ich. Das sind die Säulen, die wir kaputt machen wollen? Na dann. Ich würde sagen, fangen wir da gemütlich mit an. So, wir schmeißen von hier aus den Diskus und zwar auf diese Säule dort. Ganz kuschelig. Und dann schauen wir mal. Gut. Dann töten wir jetzt als nächstes die Salzhexe und dann können wir in aller Ruhe die Säulen platt machen. Kommst du ein bisschen dichter, damit wir dich einfacher vernichten können? Oder wie ist dein großer Plan? Du solltest dichter kommen, nicht weiter weggehen. Hier wird doch ein bisschen voll hier gerade. Vielleicht müssen wir die Salzhexe dann doch ein Sekündchen stehen lassen. Ich meine, so viel Schaden macht sie ja nur auch nicht. Explodierendes Reh, nicht unbedingt mein liebster Gegnertyp. Alter. Na gut. Dann schlagen wir uns nun mal hier durch. Während wir aus Versehen, kann ich kein Geisterband, doch, na klar, ich kann da einen Diskus draus machen. Nur wenn ich noch den Schritt hier gehe. Ich könnte dich aber auch einfach woanders hinschieben. Okay, wir zünden den da an. Bringt uns die springende Flamme hier was? Nicht wirklich. Können wir dich hier denn hinschicken, damit du nicht im Weg bist? Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass das mit dem Anzünden nicht geklappt hat. Alter, was ist denn hier drin los in der Bude? So, die muss da weg. War mindestens bis nach hier. Kann die den da toasten? Wir müssen hier unbedingt gleich mal die Vernichtung ausrufen. Ich denke, er hier wird ein bisschen, der muss Heldenmut anmachen, der muss hier alles erschießen jetzt, was sich irgendwie bewegt. Geht wohl nicht anders. Ich denke, das hier ist die richtige Position, weil wenn er hier stehen bleibt, kann er nochmal, nicht? Dann würde ich sagen, hau mal ordentlich drauf. Einmal. Ich nicht hier irgendwie durch dieses Tentakel damit durchschießen, damit ich unsichtbar werden kann. Jetzt, wenn er unsichtbar ist, müsste ich die beiden da doch eigentlich ausknipsen können, oder? Ja, sehr stark. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht allzu viel Schaden nehmen. Problem ist halt hier die Sache mit den Säulen und die Gorgonen sind unglaublich viele und stabile. Wir müssen uns jetzt hier erstmal ordentlich durchbeißen. Kann die jemanden erschießen? Wahrscheinlich nicht, ja?
Nein, sieht wohl nicht so aus. Die wäre stabil genug, um sich auch aufdecken lassen zu können. So, dann mal los. Das war übel, das war der komplette Magieschaden, den die abkann. Hoffentlich stirbt hier jetzt nicht ernsthaft jemand. So, die machen weiter nur komische Tentakel, hoffe ich. Ich würde sogar fast sagen, wir müssen hier nochmal raus. Das ist ja Irrsinn hier gerade. Meine Jungs werden jetzt hier einfach wild durch die Gegend gezogen von den Tentakeln. Wir haben voll eine Salzhexe. Ich weiß nicht, ob du dir nicht da gerade irgendwie selbst ein Problem gemacht hast. Bin mir noch nicht ganz sicher, denke aber gerade noch drüber nach. Bei Grimm jetzt ja sogar Schaden nimmt dann da, wo er steht, was? Alter, was hier ein Viehzeug angewackelt kommt. Das hier ist kein nettes Finale. Mr. Salzhexe, Sir. Was soll denn das? Hallo? Hallo? Danke. So, du kannst nicht weggeschubst werden, wo du hier stehst, ja? Kannst du nicht, na, das ist schlecht für dich. Du hast den Grimm ernsthaft böse gemacht. Mit deinem Salzhexenkram. Wenn ich davon ausgehe, dass der arme Kerl jetzt hier drin drauf geht. Aber das, was jetzt passiert, hast du wohl verdient. Kann die sich bewegen? Kann die. Macht es jetzt nicht unbedingt besser, weil hier drin sind Millionen Viecher unterwegs, die uns alle umbringen wollen. Und für den Grimm sieht es echt nicht gut aus. Sieht aus, als würde er sich hier jetzt opfern im Finale. Wenn wir es nicht verhindern können. So, wir bräuchten ein gemütliches Wurfmesser auf die Salzhexe. Bitte. Viele Gegner das noch sehen. Uff. Weil der Grimm kann die nämlich nicht töten alleine. Aber der braucht zumindest das eine Mal dass er braucht den einen Schlag, den er danach überleben kann. So, Salzhexe, geh schlafen. Das hat die anderen Gorgonen jetzt nicht ernsthaft interessiert. Kann wohl nichts dran machen. So, hier können wir jetzt aber irgendwo doch, genau. Kann die auch so dahin gehen? Ja, kann die theoretisch. Dann hätten wir den Punkt sogar noch. Soll ich mal dahin hüpfen? Das reicht leider nicht. Bedeutet, wir müssten noch einmal mit Dunleiter draufhauen. Ist eh besser, wenn wir hier auch ein bisschen in Position bringen. So, unsichtbar. Wen haben wir denn noch? Wer darf denn noch? Reicht uns leider nicht, was? Ach, schade drum. Wäre ganz nett gewesen. Müsste aber eigentlich für den Waschbären reichen, oder? So, für den da reicht es immer noch nicht. Wurfmesser auf irgendwen? Nein? Na gut, dann soll die mal nach hier hinten gehen und sich bereithalten und wir hoffen mal, dass hier vorne irgendjemand überlebt. Ich glaube nicht, dass der Grimm das überlebt. Ich weiß auch nicht, wieso der da gerade die ganze Zeit aus diesem Loch da angeschossen wird. Ja, danke. Ich glaube, für den Grimm war es das. Ich glaube immer noch, dass es das für uns alle war. Die Säulen hier sind ja übel.
Tentakel dann irgendwann mal damit aufhören? Grimm! Grimrasch brüllt vor Schmerz auf. Was auch immer das hier ist, ich werde es überleben. Ich schätze, na gut, die Sache ist, wir befördern den sowieso nicht, weil der nämlich fertig ist, so wie er hier steht. Und er hat ja nichts bekommen, hier die Runde, soweit ich weiß. Nö, der hat nichts gekriegt. Dann wird er sich jetzt opfern und die Gorgone da vernichten. Du hast dich mit einem Gorgonenzerschmetterer angelegt, der jetzt nichts mehr zu verlieren hat. Ja, das war unser Grimm. Ich hoffe mal, dass Doomlight die Sache hier überlebt. Und die Tentakel sind tatsächlich eher fast von Vorteil für uns. Habe ich gesagt, bevor Saturan jetzt hier erbarmungslos von irgendwelchen Rehen zerrissen wird. So, wir müssen jetzt mal ein paar von diesen Säulen hier kaputt machen und sie mal ordentlich rausschlagen. Sonst war es das hier nämlich gleich. Los damit! Alter! Ja klar, noch zwei Gorgonen, warum auch nicht? So, mein Kerl, wie sieht's denn aus hier bei dir? Du hast noch deinen improvisierten Feuerball, korrekt? Ja, hast du? Problem ist, dass das alles deine Runden fertig macht, nicht? Wenn er sich hier drüben Platz machen könnte, dass er hier nicht sterben muss. Eieieiei. So, die kann sich nicht bewegen. Das heißt, wir können eh schießen mit der, schätze ich. Blind steht hier wirklich nicht besonders gut. Da, wo die steht, kann die gerade nicht wirklich helfen. Das wäre kein schlechter Schuss. Wäre allerdings auch kein schlechter Schuss. Der hatte nur noch den einen, was? Ja. Mal den da. Dann kann Flynn die Gorgone da umbringen. Wenn wir das hier ein bisschen clever anstellen. Ein bisschen clever anstellen. Jetzt zum Beispiel mit Doomlight auf die da schießen. Damit Blind von hier aus da drauf petzen kann. So, dann haben wir die linke Seite da schon mal frei. Dann müssen wir jetzt noch Saturan befreien. Über das Anstellen sehen wir dann wohl gleich. So, improvisierter Feuerball sagt uns was. Das eigentlich gar nicht schlecht aussieht. Tot, tot. Gut, dann hätten wir hier noch ein Wurfmesser im Angebot. Und wir hätten hier noch einen Pfeilschuss. Fuck. Und ich glaube, das war's dann. Wir können jetzt die Säulen kaputt machen. So, Gelände angreifen. Müssen wir dann hier gleich raussprinten, wie ein paar Viecher. Kann durchaus sein. Das passiert manchmal hier bei so Finals. Bleibt die dabei unsichtbar? Nein, leider nicht. Gut, legen wir hier einen Hinterhalt nach da oben, wenn die Viecher daherkommen wollen. Mal eine Geisterbande mit dem Feuer. Damit wir auch den Rest sehen. Springende Flamme. Ich glaube, jetzt haben wir die Situation einigermaßen unter Kontrolle. Ich weiß noch nicht, was das hier mit der Mitte am Laufen ist. Wieso das eben gerade den Grimm einfach so getötet hat. Aber ich fand es nicht besonders cool. Wen suchst? Mehr Gorgonen, herzlichen Glückwunsch. Geisterbande. Diskus auf die andere Säule. Das hat gereicht. Also zerstöre Säulen, bis der Tempel zusammenstürzt. Okay. Ja, in kompletter Stille geben die Wände nach, während sich große Felsstücke aus der Decke lösen und Teile des Bodens aufbrechen. Sie müssen rennen, um nicht unter den Trümmern begraben zu werden. Und selbst als die Erde den Tempel mit ihren sandigen Pranken zerreißt, die Tunnel mit Granit und Sand füllt und das Land, unter dem das Heiligtum der Gorgonen verborgen lag, in ihren Schoß zieht, gibt es keinerlei Geräusche, die den Anblick und die damit verbundenen Sinneseindrücke begleiten. Schließlich ersterben unter ihren Füßen die letzten Vibrationen, noch immer hängt Stille über allem, bis sie endlich verschwindet.
Fragmentierung unseres Erlebens in diese isolierten sensorischen Räume und... Oh. Oh. Können wir wieder sprechen? Ich glaube, wir sprechen. Ein leichter Wind lässt den Kies rascheln, Insekten zirpen und scharren und surren. Genau, wir sagen etwas. Hörbar. Heute wurde ein kostbares Leben gegeben, die Welt aus den Fesseln der Stille zu befreien. Und während sich ringsum jenes verlorene Spektrum der Geräusche von Neuem entfaltet, legt sich unwillkürlich ein Lächeln auf die Lippen aller Überlebenden. Könnt ihr drei... Ich höre, wie das Leben sich regt. Ich höre eine schrille Zikade. Danach macht jeder von ihnen sich auf den Heimweg. Die klangvollen Wälder begrüßen und begleiten sie. Und auch, wenn noch viel Zeit ins Land ziehen wird, bis die Menschen dem ungleichmäßigen Rhythmus der ungestürmten Jahre wieder trauen und den Frieden ohne Sorge genießen können, werden diese Hügel nie wieder eine Zeit erleben müssen, die so schwer ist wie jener Sommer der Stille. Die Gorgonen sind fort. Und nun kann eine neue Generation heranwachsen und sich schließlich ins Grab betten, ohne die Stille zu fürchten. Wir haben gewonnen, meine Kerle. Was eine Kampagne. Ein Opfer zum Schluss. Damit muss man manchmal rechnen auf Schwierigkeit 4. Aber ein sehr cooles Ende. Das kannte ich tatsächlich nicht. Das war ein schwieriges Finale. Das war ja fast wie aus einer Story-Kampagne. Wir drücken mal weiter, damit hier die Bilder anfangen zu laufen. Weil das Finale ist natürlich auch ziemlich cool. Ja, was soll ich groß sagen? Auch wenn ich ein halbes Jahr Pause gemacht habe, hat das Spiel mir immer noch sehr viel Spaß gemacht. Es ist, mag sein, dass es schwieriger geworden ist. Die Gorgonen haben zumindest jetzt ein paar ziemlich fiese Dinge durchgezogen. Und die deutsche Übersetzung war tatsächlich recht gut. Wir haben ein paar Buchstabendreher und ein paar tatsächliche... fiese Grammatikfehler, aber ich glaube, die sind zum Großteil im automatisch generierten Content, also hier in Backstories und sowas. Aber ja, war eine nette Kampagne. Mal schauen, wann ich die nächste ansetze. Ich habe schon ein paar Ideen. Wir müssen ja vor allen Dingen Morgan nochmal mit reinkriegen. Der hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, genauso wie Fayette hier und... ein, zwei andere Leute, die in der Kampagne waren. Ich habe jetzt hier niemanden, wo ich gesagt hätte, okay, der muss befördert werden. Wir befördern wahrscheinlich Dunlight jetzt gleich. Drücken wir hier mal auf Weiter. Das ist ja... ne? Überspringen. So, diese Helden werden in deine Überlieferung gespeichert. Ja, die sind alle drin. Wir hatten keinen einzigen neuen Helden. Befördern würde ich gerne Dunlight, denke ich. Schauen wir mal kurz durch. Die hat, glaube ich, keine Nachteile erhalten. Außer auf Charisma. Da hattet ihr aber eh nicht besonders viel. Schauen wir mal kurz. Okay, das ist weg, aber das behalten wir. Okay. Also das behält die. Das sind plus 11 Jahre. 66 Ruhestandalter von einem Krieger ist sehr hoch. Weil die schon zwei von ihren Story-Quests gemacht hat und die plus 4 gekriegt hat. Das heißt, die hat bald ein Ruhestandsalter von 70, wenn die ihre letzte Quest gemacht hat, was für einen Krieger wirklich stark ist. Ja, Fayette befördern bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ja klar, der hat die Katze gekriegt, aber der hat wieder nur Schrott gekriegt hier oben. Heldenmut war jetzt ganz nett, aber der hat ja nur Schrott gekriegt. Ich meine, die Fähigkeiten von vornherein sind schon ziemlich schrottig, die der hat. Aber den jetzt auf Stufe 5 zu bringen, wofür? Damit er Heldenmut kriegt und die Katze, die er nicht wirklich braucht, auch wenn die Katze sehr cool ist. Ich denke, Dunlight können wir auf jeden Fall befördern. Und ich denke, wir sollten auch Morgan befördern, damit er seine Wolfssache beibehält. Auch wenn Kampftanz und entschlossener Sprung nicht unbedingt sowas Geiles ist, da können wir das... Wir können Kampftanz plus nehmen und Ruf des Rudels, dann sind wir entschlossener Sprung los. Der hat auch die legendäre Armbrust gekriegt. Ja, der muss auf jeden Fall befördert werden. Ja, das war's für die 5er Zufalls Gorgonen-Kampagne. Ich denke, ich werde nochmal ein bisschen Willamith aufleben lassen fürs Wochenende, wenn ich die Zeit dafür habe. Nächstes Mal werde ich mal schauen, was wir machen. Vielleicht mal tatsächlich eine frische Kampagne oder eine von den beiden Story-Kampagnen, die mir noch fehlen. Wir könnten tatsächlich Eluna und die Motto oder wie das heißt spielen. Auf Deutsch. Da hatte ich ja mich auf Englisch ein bisschen vorgedrückt, weil viel gesungen und gereimt wird in der Kampagne. Aber das ist auch so eine Kampagne, wo man die Übersetzung mal hardcore testen kann.
Aber na gut, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.